Ich heiße Evelina Hall und bin Tänzerin, ich bin Schauspielerin und ich bin jetzt Model. Das Modeln habe ich nicht in die Welt gesetzt, sondern jemand hat mich dahin buxiert. Meine Berufe bedeuten, also ich meine, wenn ich nicht Tänzerin gewesen wäre, was ich ja wirklich von Anfang an mit sehr, sehr viel Fleiß und Ehrgeiz und natürlich auch ein bisschen Begabung, aber es Fleiß und Ehrgeiz ist natürlich am meisten drin. Muss ich sagen, wenn ich diesen Beruf nicht ergriffen hätte, hätte ich mich nie getraut, so spät, wie ich damals auch als Schauspielerin angefangen habe, schon gar nicht als Model. Denn als Model diente mir der Tanz enorm, weil durch die Bewegung und diese Disziplin, die man auch körperlich hat, wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen. Also das ist das Wichtigste überhaupt. Also die ganze Basis meiner Erfahrung als Tänzerin und Schauspielerin ist eigentlich mein Fundament. Ja, also meine Lebensphilosophie ist das hat etwas mit Energieimpuls zu tun. Es ist ein Abenteuer, was man einfach in seinem Leben machen sollte. Und das hat natürlich so viele Facetten, dass man eigentlich im Grunde genommen das aufsaugen muss, etwas, was einem geboten wird. Aber das, was einem geboten wird, muss immer mit einem Abenteuer zu tun haben. Mit Energie, ganz klar, Energie. Und ich glaube, das kann man schwer trennen. Als ich ankam in Las Vegas, keiner wusste, wer ist. Und wir mussten uns vorstellen. Und wir haben uns vorstellen müssen, so, das war so wie beim Kommiss. So, und einer tritt vor und sagt, hallo, ich bin's. Und dann geht er wieder nach hinten und kommt der Nächste. Und ich kam, war ungefähr die 10. vielleicht oder so, und ich ging nach vorne so noch einen Schritt und sagte, my name is Evelyn Klopsch. Und ich glaube, da sind die alle zusammengebrochen, weil dieser Name allein hat die schon vollkommen umgehauen. Ich glaube, es hat mir das Leben gerettet da. Denn wenn ich nicht Evelyn Klopsch geheißen hätte und sie mich eigentlich so als Verrückte akzeptiert hätten, dann würde ich da vielleicht gar nicht so angekommen sein. Hat mir den Kopf gerettet. Weil alles, was ich machte, war nie Evelyn. Alles, was ich machte, war Klopsch. Ich hatte mir ja vorgenommen, nachdem ich dann auch das machen wollte, das Buch, habe ich dann gesagt, es muss etwas sein, was ich geben kann. Und zwar jungen Leuten geben kann, die nicht in der Lage sind, manchmal 3, 4 Dinge machen zu können. Und ich möchte ihnen sagen, dass man das machen kann. Richtiger Moment, richtige Leute, Mut, einfach einzusteigen, nicht Angst zu haben, dass man Fehler macht. Das ist ganz, die Message ist, keine Fehler zu machen, ist falsch. Fehler machen müssen, um da rauszusteigen. Das ist die Message. Ja.